Hier, willkommen bei mir zu Hause. Hi Charlotte. Ich habe zwei Cola für uns und damit wir auch umweltfreundlich sind, benutzen wir jetzt Eisenstrohhalme. Das ist aber toll, aber rostet Eisen nicht? Das ist eine gute Frage. Um das herauszufinden, haben wir uns ein Experiment ausgedacht. Dafür brauchen wir 4 Behälter, Schrauben und Flüssigkeiten. Wir nehmen Cola, Wasser und Apfelschorle. Da wir gesehen haben, dass in der gekauften Apfelschorle Zitronensäure drin ist, haben wir auch selbstgemachte genommen. Als erstes müssen die Flüssigkeit in die Behälter. Hier haben wir es schon vorbereitet. Danach müssen die Schrauben da rein. Zum Schluss muss man jetzt nur noch warten. Nach einer Woche kann man schon deutlich etwas sehen. Und zwar ist ganz klar zu erkennen, dass die Schrauben in der Apfelschorle gerostet sind und sich in den anderen Flüssigkeiten nicht getan hat. Wenn man sich die Schrauben in den beiden Apfelschorlen genauer ansieht, sieht man, dass die Schraube in der gekauften Apfelschorle mehr gerostet ist als in der selbstgemachten Apfelschorle. Und wir wissen, dass der einzige Unterschied die Zitronensäure ist. Aber was hat die Zitronensäure mit dem Rosten zu tun? Das kann ich erklären. Und zwar hat das ganz viel mit Sauerstoff zu tun. Der Sauerstoff ist in unserer Luft. Dem fehlen 2 Elektronen, die sich der Sauerstoff vom Metall nimmt. Diesen Vorgang nennt man Oxidation. Die Oxidation schadet dem Metall eigentlich nicht. Doch das ändert sich, wenn Flüssigkeit bzw. Feuchtigkeit ins Spiel kommt. Denn die Sauerstoffmoleküle dringen in die Flüssigkeiten ein und verbinden sich so nicht mehr mit den Eisenatomen, sondern reagieren mit den Wassermolekülen und den Eisenelektronen zu Hydroxidionen. Puh, das war aber ein schwieriger Text. Charlotte, kannst du es noch einmal zeigen? Als erstes gelangt der Sauerstoff in die Flüssigkeit. Danach trennen sich die Elektronen von den Atomen und verbinden sich mit dem Sauerstoff. Nun verbindet sich der Sauerstoff mit dem Wasserstoff. So bildet sich Hydroxidion. Das ist die Oxidation. Metall möchte den Elektronenverlust ausgleichen. Deshalb strömen weitere Elektronen aus dem Metall nach. Dadurch entsteht wiederum ein Elektronenmangel. Die positiv geladenen Eisenionen wandern in die Wassertropfen und treffen dort auf die negativ geladenen Hydroxidionen. Die unterschiedlichen Ladungen führen dazu, dass sich beide miteinander verbinden und grünes muss olivbraunes Eisen-2-Hydroxid bilden. Eisen-2-Hydroxid muss mit Sauerstoff in Verbindung kommen, um Rost zu bilden. Den Vorgang nennt man Korrosion. Säure beschleunigt den Vorgang nur. Die Eisenionen wandern ins Wasser. Dort verbinden sie sich mit den Hydroxidionen. Nun trennen sich die restlichen Elektronen von den Atomen und es bildet sich Eisen-2-Hydroxid. Ein Sauerstoff nimmt sich noch 2 Wasserstoffmoleküle. Eisen-2-Hydroxid setzt sich am Eisen ab. So bildet sich Rost. Also Julia, ich glaube, wir können jetzt ganz in Ruhe unsere Cocktails trinken. Das ist aber schön.